Mit der Kommission arbeiten wir jetzt daran, ein anderes Modell zu realisieren. Wie kann ein Rahmen geschaffen werden, so dass die Krankenkassen ein Interesse bekommen am Ergebnis, dass aber auch der Leistungserbringer ein Interesse bekommt am Ergebnis der Behandlung. Und wenn wir dafür erste Schritte erreichen, dann ist das schon viel wert. Ja, wir haben hier schon eine ganze Menge Gesundheitsreformen hinter uns und trotzdem zeigt sich, dass im Gesundheitswesen die ganze Arbeit nicht richtig läuft. Wenn Sie jemanden fragen, der dort als Arbeitnehmer tätig ist, dann erlebt er das als ein System, wo immer mehr eingeschränkt wird, immer mehr eingekastelt wird und es immer schwieriger wird und komplexer wird. Und wenn Sie einen Patienten fragen, dann geht es dem ähnlich. Eigentlich erlebt er eine unbefriedigende Situation in der Arztpraxis. Ist es doch nach wie vor eine sehr verkürzte Medizin, kurz rein und schnell wieder raus. Im Krankenhaus wird es jetzt zunehmend ähnlicher mit den DRGs, den sogenannten Fallpauschalen. Und insgesamt ist das Vergütungssystem merkwürdigerweise so aufgebaut, wie man es ja normalerweise nicht machen würde. Wenn wir von draußen irgendwoher aus einer fremden Welt kämen und hier drauf gucken würden, würden wir sagen, die Vergütung ist so, dass sozusagen die zunehmende Zahl von Leistungen bezahlt wird, aber nicht das Ergebnis eigentlich der Behandlung. Und darauf kommt es uns doch eigentlich an. Also vielleicht jetzt nochmal speziell auf die Berufstätigen, also sprich diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Eigentlich werden sie deprofessionalisiert, also entprofessionalisiert. Das, was sie eigentlich mal gelernt haben, können sie immer weniger anwenden, weil in dieser kurzen Zeit, die ihnen dann verbleibt, können Sie das eigentlich gar nicht an den Patienten herüberbringen. Sie müssen eigentlich, man sagt dazu in der Wissenschaft manchmal so ein Rattenrennen machen. Man läuft hinterher in die falsche Richtung, nämlich möglichst viel machen, möglichst viel Leistungen erbringen, um damit seinen Ertrag zu sichern. Und das ist aber nicht sinnvoll. Das ist nicht zum Gunsten des Ergebnisses der Behandlung bei einem Patienten. Da gibt es schon viele Vorbereitungen dafür. Das hat schon vor langer Zeit begonnen. Ich erinnere mich an 1997. Da hat die Bundestagsfraktion der Grünen mal ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie eine stärkere Balancierung erfolgen kann von einer Vergütung, die nicht nur die Leistungsmenge und die Qualität belohnt, sondern auch das Ergebnis der Behandlung. Also wenn ein Patient tatsächlich auch geheilt wieder nach Hause entlassen werden kann, muss eigentlich sozusagen ein Bonus erfolgen. Und seit der Zeit ist einiges auch in Bewegung gegangen mit Selektivverträgen, integrierte Versorgung. Und da gibt es Ansätze. Das Problem ist nur, bisher sind merkwürdigerweise die Krankenkassen außen vor geblieben. Die haben bisher keinen richtigen Qualitätsanreiz. Da hatte man immer gehofft, dass die Krankenkassen automatisch aus sich heraus ein Interesse am Ergebnis haben müssen. Leider sind sie in letzter Zeit so in die Finanzierungsfrage reingekommen, dass der Patient eher nach dem Beitragssatz sich entscheidet und wo kriegt er etwas mehr Geld heraus und muss ein bisschen weniger bezahlen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Orientierung der Krankenkassen.